Bevor das Video startet, zwei Bitten hätte ich an euch. Als erstes Road to 1000. Wir haben fast 1000 Abonnenten. Gerne voll machen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen. Und die zweite Bitte wäre Instagram. Ich versuche jetzt täglich etwas zu posten. Ich habe länger schon nicht mehr gepostet. Sunny 318 steht für damals BMW 318 Ci, den ich hatte. Unten in der Beschreibung wäre cool, wenn ihr ein Like da lässt. Haut rein, viel Spaß mit dem Video. So, herzlich willkommen, mein Name ist Sunny zu einem neuen Video. Heute mal ein paar Tricks zu eurem VW, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Hier in den Einstellungen angekommen, gehen wir einmal auf Licht. Dafür muss der Motor an sein, beziehungsweise die Zündung zuerst. Hier haben wir einmal die Lichtautomatik. Hier könnt ihr einstellen, wann die sich einstellen lassen soll. Und worauf ich aber hinaus will, ist Coming Home, Leaving Home. Coming Home heißt ganz einfach, wenn ich jetzt mein Auto abstelle, ich mache jetzt das Fahrzeug aus, ziehe den Schlüssel ab und wenn ich jetzt einmal am Fernlicht ziehe, einmal nur ziehen und loslassen, sobald ich jetzt die Tür aufmache, bleibt das Licht 30 Sekunden lang noch für euch eingeschaltet und danach geht es automatisch aus. Wenn ihr beispielsweise losfahren möchtet und habt die Handbremse, dann könnt ihr, sobald ich jetzt Gas gebe, lässt das Auto mich nicht losfahren. Ich müsste also jetzt manuell einmal die Handbremse lösen. Das Ganze ändert sich aber, sobald ihr und der Beifahrer euch angeschnallt habt, dann brauche ich nicht mehr die Handbremse manuell zu lösen, sondern einfach nur loszufahren. Auch ein guter Tipp, wenn ich die Spiegelverstellung auf rechts lasse, sobald ich jetzt den Rückwärtsgang einlege, senkt sich der Spiegel automatisch ab, sodass ich unten sehe, ob ich einen Bornstein treffe bzw. die untere Kante sehe. Sobald ich wieder losfahre, stellt sich euer Spiegel ganz normal wieder ein, wie er vorher war. So, dann haben wir wahrscheinlich einen der bekanntesten Tricks, und zwar den Schlüssel zu nehmen. Und wenn ich jetzt die Taste auf Offen halte, öffnen sich damit alle vier Fenster. Und so länger ich gedrückt halte, umso tiefer geht das. Und genauso auch mit dem Abschließen. Das heißt, wenn ihr im Sommer mal einen heißen Tag habt, so könnt ihr euer Auto schon mal durchlüften, ohne da jetzt persönlich reinzugehen. Könnt ihr einfach aus der Distanz die Fenster auf und zu machen. Da die Scheibenwischer nicht einfach so hochklappbar sind, da würdet ihr hier an die Motorhaube kommen. Bei einigen VW-Fahrzeugen zeige ich euch. Gibt es einen ganz kleinen Trick. Der piept schon ganz munter. Einmal die Zündung, wenn ihr das Fahrzeug ausgestellt habt, ausstellen und jetzt den Wischer unten gedrückt halten. Dann fahren die Wischer auf diese Position, die bleiben so auch stehen. Nun haben wir die Option, die Wischer nach oben zu klappen und sauber zu machen oder die Wischer zu wechseln. Wenn ihr losfahrt, einfach nochmal dieselbe Taste drücken. Einfach nochmal nach unten, Zündung geben, nach unten und dann fahren die Wischer wieder runter.